Und Aufnahme starten. Dann habe ich hier bei meiner Aufnahme einen sauberen Cut. So, kann ich irgendwas Buntes machen, während ich hier. Guck mal hier, Feuerwerk. So, schön. So, alle mal applaudieren fürs Feuerwerk, bitte. ja, Don't Starve hat sich die Mehrzahl meiner Zuschauer hier gewünscht. Dann machen wir doch mal Don't Starve. Wo habe ich es denn? Da habe ich Don't Starve. Muss ich gerade noch kurz einrichten. Dazu muss ich hier mal kurz so. Mache ich mal gerade hier so. Und so. Mal kurz so. Ich danke euch, ihr seid so zuvorkommend. so, warum hat das eine komische Auflösung? Man weiß es nicht. Ich habe gerade mal alles ausgeblendet hier bei mir, um mal hier gerade kurz Don't Starve zu konfigurieren. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja. So, wo habe ich jetzt meinen Browser? Da habe ich meinen Browser. Oh, krass, echt? Ich habe mich noch nicht getraut, das mal auszutesten. Ja, aber was machst du da, ne? Ja, das ist richtig, Ast. Du siehst nichts, weil ich momentan nichts eingeblendet habe, weil ich das noch konfigurieren muss im OBS. Don't starve. Don't starve, so, okay. So, jetzt müsstet ihr Don't Starve sehen, hoffe ich. Verstanden. Und was hast du auf der Kante gemacht, Hoppelhopser? Also, du hast ja eigentlich dann nur die Möglichkeit runterzuspringen, oder? Oder hast du dann den Spielstand wieder geladen, den letzten? Okay, alles klar. Ja, viel bleibt einem dann auch nicht übrig, ne? Also ich meine, weiß nicht, ob du dich da dann auf dem Sims weiter fortbewegt hast, aber ich glaube, von da gibt's keinen Weg zurück, nehme ich mal an, ne? Ach, okay. So, ja, also ihr habt den Bildschirm gesehen, Mods installiert, kann ich ja gerade mal reinklicken. Den einzigen Mod, den ich installiert habe, ist German Language Pack, weil es einfach in Deutsch praktischer ist. So, wir können ja mal. Wir gehen direkt auf Spielen, würde ich sagen, oder? Also, ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen gespielt. Ich mache aber ein neues Spiel. Soll ich die Standardwelt spielen? Ich habe ansonsten mir hier. Ich glaube, das ist diese Vorlage. Ich habe nichts großartig geändert, außer dass ich ein bisschen. Was habe ich denn überhaupt geändert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist fast alles Standard. Ich habe, glaube ich, die Tage ein bisschen länger gemacht. Genau, die Tage habe ich länger gemacht und wir starten im Frühling. Ja, hatte ich mir fast gedacht, dass man da nirgendwo mehr zurück kann. Es gibt so ein paar Stellen in The Long Dark, wo ich mir mal überlegt habe, da mal runterzulaufen. In der kleinen Zwischenmap hier, die Schlucht. Da gibt es auf jeden Fall Wege, die man ja überlebt. Ich weiß nicht, ob man unverletzt da runterkommt. Hatte ich mir schon mal überlegt, ob ich da mal langlaufen soll. Ja, soll nochmal die Frage Standard-Map. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt im Chat schon schreiben, während ich das zweite Mal frage. Standard-Map oder sollen wir eine meiner Vorlagen nutzen? Und ihr müsst mir sagen, ob das vom Ton her in Ordnung ist, der Spielsound. Ob der zu laut ist, zu leise im Verhältnis zu meiner Stimme. Da bräuchte ich auch nochmal kurz eine Rückmeldung. Okay, Vorlage 3 machen wir es kurz, die nehmen wir. Ja, super.
Dann Charakter. Ihr seht, ich habe ein paar freigespielt. Ist ja die PC-Version und Singleplay, ne? Von daher, super, Sound passt, das ist auch schon mal schön. Ich habe ein paar freigespielt. Weiß nicht, ob ihr da irgendwen präferiert. Also das ist halt der Standardcharakter hier, ne? Wilson. Ich habe ich die auch alle durch schon mal gespielt? Ja, ich habe die, glaube ich, alle schon mal gespielt. Ich habe da, wen habe ich denn da als Präferenz? Boah, keine Ahnung. Ich fand den ehrlich gesagt ganz cool. Wilson. Okay, also Standard. Ja, macht Sinn, ne? Macht Sinn. Das ist so ein Allround-Typ halt, ne? Bekommt einen prachtvollen Bart, jawohl. Ich warte noch mal einen Moment, ob sich noch jemand zu Wort meldet. Okay, wir nehmen Wilson, annehmen und dann würde ich sagen... Ja, der Holzfäller ist wirklich lustig. Okay, wir starten mal. Achso, ich sehe, die Facecam fehlt noch. Na, wo ist sie? Da ist sie. So, aber die sieht man natürlich nicht, weil... nach unten bewegen. So. Oh, jetzt haben wir wieder Feuerwerk drin. Das machen wir natürlich aus. So. So, und da sind wir. Don't Starve. Okay, ich persönlich mache für mich das gerade mal ein bisschen leiser. So, ich muss gerade noch mal kurz auf Pause machen, weil ich sehe, dass die Facecam was verdeckt. So, Facecam-Szene bearbeiten. Soll ich die... Oh, da gehen meine Rollos automatisch runter. Soll ich die hier nach hier oben schieben? Ja, ne? Da sitzt die eigentlich gut, oder? Verdecke ich damit auch irgendwas. Können wir mal schauen. Fortfahren. Ne, ich glaube, das ist okay, ne? Oder? Ja, ich glaube, das ist okay. So, dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Krass, jawohl. Au! Hilfe! Ich hab schon Mühe von so einer blöden Biene. Da bin ich mit dem Bienenstock zu nahe gekommen. Läuft bei mir. Okay, Banner weg. Ja, mach ich jetzt gleich. Ich muss gerade mal kurz vor der Biene flüchten, wobei ich kann noch Pause machen. Naja. Banner kann ich auch wegmachen. Das ist auch gar kein Problem. Overlay aus. So. Ja, stimmt. Genau. Unten noch ein bisschen leiser. Das kann ich auch machen. Kann ich das? Kann ich? Nee. Achso, doch. Da war es auch. Einstellungen. Effektlaufstärke 4. Umgebungslaufstärke 4. Ja, komm, ich mache mal auf 3. So. So müsste okay sein, oder? Okay, so. Blümchen. Yeah, Blümchen. So. Ich sammle erstmal so ein paar Standardsachen. Also wie gesagt, ich habe das schon ein paar Stunden gespielt, deswegen... So, sag mir nochmal kurz, ob das okay ist. Achso, jetzt ist die Facecam auf der falschen Seite. Soll ich das nochmal nochmal ändern, dass ich das wieder entspiegle? So, die Facecam ist jetzt wieder auf der falschen Seite, ne? Nee, ich will nicht in die Nähe der Bienen. Die Bienen sind böse. Achso, da kann man das gut hören, ja. Ja, okay. Das kann ich natürlich nochmal machen. So, irgendwo hier waren noch die Bienen. Wo sind sie? Hier irgendwo. Da, hier kommt die Biene. So, also für mich ist es okay. Vom Sound her. Wenn das für euch auch passt, dann... Au! Ah, okay, ja, hab ich verstanden. Mann, blöde Biene. So. Dann würde ich sagen, als erstes machen wir uns mal eine Axt, oder? Axt macht Sinn. Zack. So. Flint nehmen wir mit. Feuerstein.
Oh, was zu essen ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Karotte hier. Oh, hier, Alraune. Zack. Gibt es verschiedenfarbige Bienen? Ist mir nie aufgefallen. Ah, hier, Beeren. So, ich fäll mal. Nee, ich fäll da oben so einen großen Baum. Komm, hier, Baumfällen. Zack, zack, zack. Don't Starve finde ich es auch sehr gelungen, oder? Das ist auch ein Spiel, das macht mir echt Spaß. So auch mit der Musik im Hintergrund, das finde ich sehr atmosphärisch, muss man sagen. Die Grafik finde ich auch ganz lustig gemacht. Oh, Blümchen. Blümchen, so, pass auf, wir machen jetzt direkt mal hier so einen Kranz. Ah, okay, so wie der rote Hintern von den Yaks, okay. Ja, bei denen kann man das gut erkennen. Aber ich wusste gar nicht, dass es verschiedenfarbige Bienen gibt. Das war mir neu. Dunkel, ja. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Immer mit der Ruhe. So, ich würde eigentlich gerne noch ein Stückchen laufen, bevor ich mich irgendwie niederlasse, weil ich eigentlich gerne einen Stein finden, also hier Steinvorkommen finden würde. Dazu bräuchte man natürlich eine Spitzhacke. Ne? Können wir schon eine Spitzhacke machen? Ne, uns fehlt noch einmal Flint. Das ist suboptimal, würde ich sagen. Suboptimal. So, wir haben auf jeden Fall den Kranz auf. Das ist schon mal nicht so verkehrt. So, Blumen kann man genug haben, finde ich. Okay, wir haben Felsbrocken gefunden. Das ist so prinzipiell nicht schlecht. Mal Karotte mit. Aber wir brauchen noch einmal Flint. Jetzt weiß ich nicht, ob das gut hier Flint. Feuerstein! Zack! So, jetzt schnell die Spitzhacke. Und ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, ne? Dann, zack, so. Machen wir mal eben hier. Das ist ein Goldvorkommen, ne? Also Don't Starve kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich ein sehr, sehr geniales Spiel. Aber was ich auch sagen muss, ich habe es noch nie geschafft, wirklich sehr, sehr lange zu überleben. Also, nee, das kann man so nicht sagen. Ich habe im Solo-Spiel schon wirklich lange überlebt auch. Aber irgendwann kommt so der Zeitpunkt, wo man einfach stirbt. Und irgendwie, was man so liest, ist das Spiel auch echt wirklich drauf. Ja, das. Ja, Eis, nee, ich. Ja, nee. Eis. Da kriegt man nur Wasser raus, ne? Also und ein bisschen Stein. Ey, geh weg! Oh, hier, ein Wurmloch. Oh, hier will ich mich niederlassen. Ich mach hier mal ein Feuer hin. Leider ein kleines. Wurmloch ist super. Finde ich. okay, die Tannendinger hier, die pflanze ich nochmal wieder an. Wo singe ich dann da? Ja, zum Aufsammeln Leertaste finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Hallo. So, wir bauen hier nochmal Steine. Außerdem, das wäre auch mal ganz nett, ob ihr mir das sagen könnt. Ich habe eine mechanische Tastatur und das spiegelt sich halt immer darin wieder, dass man das in meinem Mikro halt mitkriegt, wenn ich Tasten benutze. Deswegen finde ich so Spiele, wo man mit der Maus steuern kann, ganz praktisch. So, ich sammle noch mal ein bisschen Holz. Ja, geh bloß weg, Mann. Alter, geh weg. So. Oh, nee, oh, scheiße, einfach mal hier stehen. Au. Drecksviecher. So.
Oh, Spinnendrüse, die heilt, das ist super. Au, 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 das ist knapp so, ist nicht schön gerade. Ein bisschen mehr laufen. Ja, ach doch, das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Oh, noch eine Spinnendrüse. So, bleib mal stehen, mein Freund. Lauf mich auch hinterher. So. So, man kann ja Blumen essen zum Heilen. Na, hier, machen wir mal so ein bisschen. Nochmal zum Heilen. So, guck mal, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Außerdem habe ich immer meine Geheimwaffe dabei, die Alraune. Zack. So. Perfekt. So, jetzt regnet es leider. Ja, jetzt regnet es. Was machen wir? Hm, Regen. Regen ist doof. Was F zum Angreifen? Okay, wusste ich auch nicht. Wir nehmen mal einfach die Asche mit. So. Ich würde mich jetzt gerne mal hier ein bisschen. Oh, da liegt Butter. Wir müssen mal ein bisschen mehr Stein und sowas holen. Ja, daneben. Aha. Ah, hier ist das Spinnenlager, ne? Alter, geh doch weg. Ich will doch gar nichts mit dir. Aber dieses Spiel verursacht auch ein bisschen Stress, finde ich. Da ist man so oft auf der Flucht, ne? Da kommen nie die Bären nicht mehr vor. Ja, ich bin bei sowas, ich steuere solche Spiele echt lieber mit der Maus, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, da bin ich irgendwie. Das ist so, ich glaube, das ist eine Diablo-Krankheit. Ich habe halt sehr viel Diablo gespielt. So Hack and Slay. So, oh, Gold ist super, Gold ist super. Da können wir uns gleich das Maschinchen schon bauen, ne? Spitzhacke ist kaputt. Müssen wir mal eine neue bauen. Jawohl. Also Don't Starve macht auf jeden Fall echt sehr viel Spaß. Oh, er kann das nicht tragen. Ja. Aus dem Weg. Hier geht's nach Kompetenz. Oh, tatsächlich. Ja, das mit dem Eis. Kann man ja mit dem Eis noch irgendwas anderes machen, außer Feuer löschen oder trinken? Nur mal so als Zwischenfrage. Ja, Diablo 2 war schon ziemlich cool. Das kann man anders nicht sagen. Aber ich habe ja noch ganz klassisch mit Diablo 1 angefangen. Ne? Hellfire, Alter. Wie in meinem 100 Abonnenten-Special. Mitgeteilt. Oh, hier, oh, das. Oh, hier. Fleischbälle kochen? Mit dem Eis. Das ist wichtig. Oh, hier, Tüte. Alter, geh weg von meinem Gold. Mach dich tot. Oh, ich kann keine Steine mehr fahren. Okay, ich glaube, ich würde mich hier mal ganz kurz niederlassen. Ich glaube, das ist hier eine gute Stelle. So, an dem Weg, Friedhof, ins Gold. So. Außerdem ist gerade bei Regen und Feuer. Kann man sich eine Hütte bauen? Eine Hütte, glaube ich, kann man sich nicht bauen. Man kann sich aber so eine Basis bauen, also mit Wänden und so. Jetzt kann man hier quasi so ein Wissenschaftsding bauen, so eine Wissenschaftsmaschine. So, und jetzt sieht man hier, ne, mit den Glühbirnen, da hat man ganz, ganz viele neue Sachen freigeschaltet. Ja, es wird halt dunkel. Die möchte ich nicht anzünden. Dabei fällt man gerade auf, wir brauchen mal ein bisschen Holz. Ne? Ich nehme mal hier die toten Bäume. Das war total sinnvoll. Thank you.
Ja, Regenschirm. Kann ich den schon bauen? Wo finde ich den nochmal? Überleben? War hier Regenschirm? Eine Route. Grasschirm. Regenschirm. Ja, fehlt mir was. Wir können Grasschirm bauen, ne? Dann brauchen wir nur ein paar Blumen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll. Haben wir denn noch Blumen? Ich kann gar keine Blumen mehr tragen. Komm, wir nehmen erstmal einen Feuerstein mit. Feuerstein ist auf jeden Fall super. Ich finde die Gegend hier gar nicht mal so schlecht. Hier gibt es Steinvorkommen. So, die alle Räume fliege ich jetzt mal nicht. Alraun pflücken im Dunkeln ist keine gute Idee, weil die sind sehr nervig. So, hier haben wir eine Blume. Ach, ich kann keine Blumen. Nee. Blöd. Ich bräuchte eine Kiste, dafür bräuchte ich aber Holz. Komm, ich esse einen Stück. Wir hatten ein bisschen mehr. So, Blume. Ein bisschen Helligkeit haben wir noch. So, wir brauchen Blumen für einen Regenschirm. Oder beziehungsweise für den Gras schon. Ach, na hier. Schweine sind auch in der Nähe. Ja, komm schon, wir brauchen Blumen. Wenn man mal Blumen braucht, findet man keine. Ich finde die Gegend echt nicht schlecht. Hier gibt es echt viel Steine so. So, ich muss aber langsam mal zurück zur Base. Bevor es so finster wird, dass ich mich nicht mehr finde. Vielleicht sollte ich noch mal kurz hier einen Baum fällen für Holz. So einen kleinen zumindest. Oh, wieder kaputt. Dann machen wir mal. Ja, auch ein guter Hinweis, Bäume nachpflanzen. Das sollten wir tun. Ja. So. Und da sind die... Oh, Hilfe, es wird dunkel. Schnell weg. Ja. Okay, was können wir denn schönes machen? Licht. Endothermes Feuer. Endothermes Feuer, ja, nö. Hier können wir durch. Oh, noch. Ah ja, Rucksack. Rucksack ist super. Rucksack nehmen wir. Ja, Rucksack ist super. Dann können wir nämlich ein paar Sachen. Mal, zack. Asche, Äste. Ja, genau. So sieht das Ganze auch gut aus. So. Ja. Gut, dass es immer noch brennt. Ja, finde ich auch. So, dann gucken wir mal, ob wir noch sonst irgendwas machen können. Veredelung. Nee, Strukturen. Nee, Veredelung. Für eine Kiste brauchen wir Holzbretter. Ne? Für Bretter brauchen wir mehr Holz. Ja, mach das, Knolle. So, geschliffener Stein. Seil brauchen wir auch irgendwann mal. Aber ich würde gerne erstmal... Wir müssen gleich ein bisschen Holz sammeln. Ich muss aber noch mal einen Schluck trinken. Ich habe einen trockenen Mund. Oh, dabei fällt mir gerade mal ein. Ich muss mal gerade auf Pause machen, weil ich habe vergessen, im Twitch-Stream mitzuteilen, dass wir hier Don't Starve spielen und nicht mehr The Long Dark. Und das findet Twitch relativ blöd, wenn man das nicht aktualisiert. So, perfekt. Ja, für die Korbfalle braucht man Köder, ne? Hier sowas wie Samen. Ja. So, direkt mal einsammeln. Okay, ich fänge mal ein paar Bäume, weil wir ein bisschen Holz brauchen. Ich finde relativ am Anfang... Jo, bis später, Knolle. Ich finde relativ am Anfang so eine Kiste echt wichtig. Um einfach ein paar Sachen drin lagern zu können. Deswegen sammle ich jetzt gerade mal ein bisschen Holz. Ja, dann gehen wir auch mit. So, aber ich hätte natürlich am liebsten gerne ein paar größere Bäume. Na gut. Ah, da kommt's. Okay, ja, habe ich verstanden.
Ich meinte was anderes. Es gibt ja noch so eine Vogelfalle, die meinte ich. Da muss man Köder reinpacken. Ne? Ja, alles klar, Hoppelhopser. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ich werde das wieder ankündigen. Ne? Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Und vermutlich normalerweise mit einem Video. So, das und das. So, guck mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. 13, das ist aber eine blöde Zahl, weil wir sagen 4. Ne? So. Jetzt sollten wir vielleicht mal ein paar Bäume nachpflanzen, aber die pflanze ich bei mir irgendwo in der Nähe der Basis weiter. Wieder an. Okay, Steine können wir mal mitnehmen. Zack, zack. Flint ist auf jeden Fall wichtig. Oh, hier, Blumen nicht vergessen. Hier, meine Sachen, weg da. Okay, ich pflanze jetzt gerade erstmal ein paar Bäume an. So, und so, und so. Hier schön ganz dicht, und so, und so. Da passt noch einer hin, da passt noch einer hin. Da passt noch einer hin. Perfekt. Okay, so, dann hier Veredelung. Machen wir mal ein paar Holzbretter. Dafür brauchen wir 3 für eine Kiste. Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. So, das ist nämlich super. Und dann kann man nämlich hier so irgendwas Zeug reinlegen, was wir gerade nicht brauchen. Jetzt wäre natürlich ein Blitzableiter total praktisch, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Aber gut, Blitzableiter kriegen wir schon irgendwann noch. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den Blitzableiter überhaupt noch brauche. So. Oh, es ist schon wieder. Meine Spitzhacke kaputt gegangen. So ein Ärger. Das heißt, ihr habt Don't Starve auch schon mal gespielt? Also ja, logisch, ne? Würde ich jetzt mal so schätzen. Den können wir nochmal fällen. So, pflanzen wir die hier direkt wieder an. Okay, es wird schon wieder dunkel. Dann nehmen wir hier noch eine Karotte mit. Und wir brauchen mehr Gras, ne? Wir haben relativ wenig Gras eingesammelt. So, war hier oben nicht irgendwo. Oh, Blumen. Ein Regenschirm oder ein Grasschirm ist auf jeden Fall sinnvoll. Hier war doch genau ein Feld. Oh, eklige Pampe. Weiß jemand von euch? Heiß und ähnlich schon in der Alpha. Ja, das ist auch wirklich. Ich habe das. Bei wem habe ich das gesehen? Bei Tamiro habe ich das gesehen. Auf dem Kanal. In einem Let's Play Together. Also dann Don't Starve Together mit Early World hat er das gespielt. Und zum einen, finde ich, haben die das sehr cool Let's Play. Das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht zuzugucken. Und zum anderen hat mich das Spiel dann auch irgendwie echt fasziniert. Das fand ich nicht nur zum Gucken gut. Ich habe mir das dann auch relativ zeitnah gekauft und halt einfach solo gespielt. Und das ist auch ein Spiel, was irgendwie süchtig macht, finde ich. Ekelige Pampe ist Dünger. Ah, okay, ja. Sollte man also mitnehmen, ne? Weißt du, ob die schlecht wird? Also, ob die verdirbt? So, okay, ich nehme die beiden Blumen da noch mit. Ah, okay. Ja, mit der Leertaste läuft der wahllos hin und her, ne? Also zum nächsten Ziel, ne? Sehe ich gerade. Okay, und wenn er außer Reichweite ist, läuft er gar nicht, ne? Fauler Sack, lauf jetzt! So, ich glaube, wir sollten aber mal zurück zur Base gehen.